Ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary hier auf diesem Kanal. Ihr seht in diesem Video wieder, was meine beiden Söhne, die sind 12 und 16 Jahre alt, an 5 aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Das Food Diary ist fast vegan. Ich glaube, es gibt ein vegetarisches Produkt, was mein Jüngster ab und zu isst. Meine Söhne sind weder Vegetarier noch Veganer noch Rohköstler, aber ich habe sie die meiste Zeit ihres Lebens rein pflanzlich ernährt und meistens auch immer alles selbst gemacht, entweder rohköstlich oder eben auch gekocht für meine Jungs. Ihr seht also jetzt 5 Tage aufeinander folgend, was meine Jungs gegessen haben. Los geht's! Meine Jungs starten heute Vormittag mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina Pressling. Das ist die erste Mahlzeit für meine Jungs am Tag. Die gibt es circa eine halbe Stunde nach dem grünen Saft und den Spirulina-Presslinge. Für meinen Großen gibt es eine halbe Melone. Die bestelle ich aktuell bei Delicato 48, neben Stangensellerie, Orangen. Manchmal bestelle ich auch Süßkartoffeln oder Bananen. Und für meinen Jüngsten gibt es eine Mango. Diese Mango habe ich zum Beispiel bei Jurassic Fruit bestellt. Ihr findet die Links zu Delicato 48 und zu Jurassic Fruit unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für meine Jungs gibt es jetzt jeweils eine Trinkkokosnuss. Für meine Jungs gibt es jetzt selbstgebackenes glutenfreies Brot. Für meinen Jüngsten mit Rohmilchbutter und für meinen Ältesten mit einem Bärlauch-Chili-Pesto. Für meinen Jüngsten gibt es noch eine Portion geröstetes Brot mit Rohmilchbutter. Wir sind draußen in der Natur unterwegs. Für meine Jungs gibt es noch ein paar Snacks, für meinen Ältesten Cashew-Vanillebällchen, Kokosbällchen, dann Fruchtleder, ich glaube das ist Himbeere und Schoko und noch getrocknete Bananenstücke. Für meinen Jüngsten gibt es Schokofrohbällchen, Bananenscheiben getrocknet und Heidelbeerfruchtleder und Schokofruchtleder. Mein Silas hat sich jetzt selbst ein Müsli zubereitet, das sind Mais-Cornflakes ungesüßt und was gibt es dazu? Schokomilch. Hafer-Schokomilch, genau. Lass dir schmecken. Danke. Für meinen Großen gibt es jetzt eine Gurke, geschält und in Scheiben geschnitten. Dann habe ich einen halben Happy Cheese, das ist ein veganer Käse auf Cashew-Basis, die Sorte Rauchpaprika, also das halbe Stück habe ich in kleine Stücke geschnitten, auf den Gurkenscheiben verteilt. Darauf dann noch ein bisschen Sprossen gestreut, und zwar Brokkoli und Rotkohl. Dann ein paar Tomaten in Hälften geschnitten und das Ganze noch mit Sonnenblumenkerngrün dekoriert. Für meinen Jüngsten gibt es eine kleine Portion selbstgemachtes Schokoknusper. Das besteht aus selbstgemachter Schokolade mit Yakon-Sirup gesüßt. Und das Knusper, das sind Buchweizensprossen, geschälte Hanfsamen, Mandeln, Walnüsse und ein paar Macadamianüsse. Abendmahlzeit für meine Jungs. Heute gibt es Backkartoffeln. Die werden einfach in der Schale gebacken, noch ein bisschen angeschnitten. Und nach dem Backen habe ich ein bisschen Rohmilchbutter und Salz darüber gegeben. Für meinen Ältesten gibt es noch ein bisschen Rohkost, Paprika, Rotkohlsprossen und Erbsengrünkraut. Meine Jungs starten wieder mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina-Pressling. Für meine Jungs gibt es jetzt eine große Portion Fruchtshake. Der besteht aus reifen Bananen, gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Heidelbeeren, einem gefrorenen Limettenblatt. Dann ist noch dabei Lokuma-Pulver, Camu-Camu-Pulver, bisschen Vanillepulver und Datteln. 2 Schokofrohbällchen für Silas. Jetzt gibt es wieder selbstgebackenes glutenfreies Brot für den Großen mit Erdnussmus und für den Kleinen mit Rohmilchbutter. Für Simon gibt es noch eine Portion geröstetes Brot, einmal mit Erdnussmus und einmal mit Haselnussmus. Beide essen jetzt selbstgemachte Energiebällchen. Für den einen gibt es nur Schokofrohbällchen, für den anderen gibt es die Sorte Schoko, Kokos, Vanille und Cashew-Vanille. Mein Großer ist jetzt noch draußen unterwegs und nimmt sich eine Nukao-Haselnuss mit. Für meinen Kleinen gibt es jetzt eine Portion Reis, pur. Da ist einfach nur ein bisschen Salz dran. So magst du es am liebsten, ne? Ja. Na dann, lass dir schmecken. Simon bekommt jetzt eine Portion Reis mit Gemüsecurry und dekoriert mit selbstgezogenem Erbsengrün. Für Silas gibt es jetzt noch eine Portion Reis mit Salz.
Meine Jungs starten in den neuen Tag wieder mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina-Pressling. Diese nehmen sie mit Wasser ein. Mit dieser festen Nahrung starten meine Jungs heute in den Tag. Für meinen Großen gibt es eine halbe Papaya und für meinen Kleinen ein Glas Apfel-Bananenmark. Simon möchte jetzt noch ein bisschen getrocknete Ananas essen. Die bestellen wir auch bei Jurassic Food. Für beide gibt es jetzt glutenfreies Brot, für den einen mit Bärlauchpesto und für den anderen mit Rohmilchbutter. Und noch eine Portion für die Jungs, einmal mit Pesto und einmal mit Rohmilchbutter, die hier schon fast geschmolzen ist. Wir waren jetzt 2 Stunden mit unserem Hund Chicky im Wald unterwegs und jetzt gibt es für die Jungs selbstgebackene vegane Brownies. Silas hat sich ein paar selbstgemachte Schokoknusper gewünscht. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es noch eine Portion Reis von gestern. Für meinen Großen gibt es einen Salat. Besteht aus Eichblattsalat, Pflücksalat, Gurke, Tomate, Paprika, verschiedene Sprossen. Linse ist dabei, Rotkohl, Kresse und Rucola. Dann noch ein bisschen Gomasio, das ist so gerösteter Sesam mit Salz. Das Ganze wird gemahlen. Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl. Und dazu gibt es eine Portion Nüsse, Macadamianüsse, Mandeln und Pekannüsse. Für Silas gibt es jetzt noch einen kleinen Abendsnack, Dinkelbrezel mit Sesam. Meine Jungs starten wieder in den Tag mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina-Pressling. Meine Jungs starten wie meistens mit Früchten in den Tag als feste Mahlzeit. Für meinen Großen gibt es eine Drachenfrucht und eine reife Sabotier und für meinen Kleinen Mango. Die Jungs essen jetzt wieder selbstgebackenes glutenfreies Brot. Das ist geröstet, der eine mit Rohmilchbutter, der andere mit Bärlauchpesto. Noch eine Portion Brot für die Jungs, für Silas wieder mit Rohmilchbutter, für meinen Großen mit Bärlauchpesto, dazu jetzt noch ein bisschen selbstgezogene Brokkolisprossen und ein Stück Oliven-Tofu. Die Jungs essen jetzt selbstgebackene vegane Brownies und für Silas gibt es noch 2 Stück vegane Rittersport. Was ist das für eine Sorte? Mandelquinoa. Mandelquinoa. Lasst es euch schmecken. Kleiner Snack für meinen Jüngsten, angekeimte getrocknete Sonnenblumenkerne, grüne Rosinen und Kakaonips. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für den Kleinen gibt es eine Portion Quinoa. Da ist noch Salz dabei und Kokosöl und gedämpften Blumenkohl mit Salz. Für den Großen gibt es gedämpfte grüne Bohnen. Da habe ich vorher Zwiebeln, Knoblauch und Tofu angebraten mit Kokosöl. Und zu dem Ganzen gibt es noch einen Salat. Da sind verschiedene Salate dabei, Paprika, Sprossen, Rotkohlsprossen, Linsensprossen, getrocknete Sonnenblumenkernsprossen sind dabei, Gomasio, das ist gerösteter Sesam mit Salz, gefrorene 8 Kräuter, Olivenöl, Zitronensaft, ein bisschen Salz und Pfeffer. Noch ein kleiner Snack am Abend. Für den Kleinen gibt es Schokofrohbällchen und für meinen Großen getrocknete Jackfrucht. Zum Schluss des Tages gibt es für die Jungs Chlorella-Presslinge. Ihr findet die Links zum grünen Saftkomplex und zu den Spirulina- und Chlorella-Presslingen unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Meine Jungs starten wieder in den Tag mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina-Pressling. Für beide gibt es jetzt frisch gepressten Orangensaft. Für die beiden geht's fruchtig weiter. Für meinen Kleinen gibt es 4 Mangohälften und für meinen Großen eine Drachenfrucht, 2 Mangohälften und Sabotier. Jetzt gibt's geröstetes glutenfreies Brot, für den einen mit Rohmilchbutter, für den anderen mit Erdnussmus. Noch ein geröstetes Brot mit Rohmilchbutter für Silas. Simon isst jetzt ein paar frische Erbsen. Und noch eine Portion geröstetes glutenfreies Brot mit Rohmilchbutter. Meine Jungs teilen sich jetzt eine Mandel-Orangenschokolade. Natürlich vegan. Silas isst jetzt ein paar Dinkel-Sesam-Cracker. Okay.
Abendmahlzeit für die Jungs. Heute gibt es selbstgemachte Chapati. Die bestehen aus Dinkelmehl, Olivenöl, Salz und Wasser. Silas bekommt seine große Portion Chapati mit flüssiger Rohmilchbutter. Und für meinen Großen gibt es einen Salat. Der besteht aus Eichblattsalat, Feldsalat, Postelein, Brokkolisprossen, Alfalfasprossen, Linsensprossen, Paprika, Tomate. Das war Jackie. Dann habe ich noch ein Dressing gemixt aus geschälten Hanfsamen, Mandelmus, Zitronensaft, Knoblauch, ein bisschen Salz, Wasser und gefrorenen Kräutern. Dazu bekommt Simon auch ein bisschen Chapati und einen halben Happy Cheese Rauchpaprika. Vor dem Schlafengehen gibt es für beide noch Chlorella-Presslinge, die sie mit Wasser einnehmen. Das waren einige vegane Inspirationen für euch. Ihr seht, die 5 Tage unterscheiden sich nicht so arg voneinander. Meine Jungs starten mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex, dann gibt es Spirulina-Presslinge. Dann geht es erstmal fruchtig weiter. Wir hatten jetzt auch mal wieder bei Jurassic Fruit bestellt, da wurde es ein bisschen exotischer. Deswegen hatten wir diesmal auch Drachenfrucht, Papaya und Mango. Wenn ihr euch für die Produkte von Jurassic Fruit interessiert, ich setze euch einen Link unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link auch im ersten angepinnten Kommentar. Für alle Erstbesteller gibt es auch 10% Rabatt auf den Warenkorb. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video, die Inspirationen gefallen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Genießt das wundervolle Wochenende. Es soll ja sehr sonnig und warm werden. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, ganz viel Zuversicht. Bis ganz bald.